Ich bin so ein Volltrottel, ich habe beim Aufräumen meines PCs die Aufnahmen mit Benny und Alex zur Unterkörperroutine gelöscht. Ich könnte mich gerade dermaßen aufregen, weil ich extra früh aufgestanden bin, um noch das Video zu schneiden. Heute ist absolut nicht mein Glückstag. Läuft bei mir. Schön im Biomüll. Im Hausflur verteilt. Läuft. Also wenn der Tag so weitergeht wie bisher, dann werde ich heute entweder noch zweimal trainieren gehen oder einfach gleich schlafen gehen. Ich glaube, das wäre dann die beste Variante für heute. Naja, jetzt geht's auf zum Training. Kann eigentlich nur besser werden. Mal gucken. Leute, wenn ich euch einen Tipp geben kann, wie man im Leben glücklich wird, dann ist das über innere Ausgeglichenheit. Dann ist das, wenn man anfängt, mit sich im Reinen zu sein. Ihr könnt euer ganzes Leben lang Entscheidungen abgeben, Verantwortung abgeben. Ihr könnt auf andere Menschen neidisch sein oder euer ganzes Leben lang nur nach Ausreden suchen. Aber je eher ihr eure Mentalität dahingehend verändert, dass ihr anstatt nach Ausreden zu suchen, lieber nach Lösungen sucht, dass ihr sagt, alles klar, warum sollte ich neidisch sein? Ich habe dieselben verkackten 24 Stunden wie jeder andere auch. Oder dass ich einfach mal sage, okay, ich habe die Entscheidung getroffen, jetzt stehe ich auch dafür gerade. So, je eher ihr das annehmt, je eher ihr eine positive Mentalität entwickelt, desto eher werdet ihr mit euch im Reinen werden. Und ich sage es euch, wenn ihr mit euch im Reinen seid, dann werdet ihr ein positiveres Leben haben, dann werdet ihr andere Menschen positiver beeinflussen. Zum Beispiel heute. Heute, der Tag ist einfach scheiße gestartet. Ich habe das Video nicht mehr gefunden, bin extra dafür aufgestanden, habe dann schön den Müll noch im Flur verteilt. Gerade habt ihr an meinen Gewichten gesehen, das war alles andere als äußerst positiv, wie ich da, also von der Gewichtezahl her. Und das sind jetzt nur so Kleinigkeiten. Aber ich habe nach einem Kompromiss gesucht. Ich habe trotz alledem, was weiß ich, bei dem Training gerade habe ich relativ viel Volumen ins Training reingebracht, weil ich einfach gemerkt habe, heute ist einfach viel Gewicht nicht drin. Wie kann ich trotz alledem den Muskel einigermaßen reizen? Ich muss einen Kompromiss finden und das habe ich auch gemacht. Und so ist es im Leben immer. Das sind jetzt nur so, ja, Belanglosigkeiten in Anführungszeichen, aber es fängt schon bei diesen Belanglosigkeiten an. Man kann nicht erwarten, dass man von vornherein der Meister in irgendwas ist. Wenn ihr jeden Schritt positiv umwandelt, dann seid ihr eher dafür bereit, mal richtige Fehlschritte auch wieder auszubügeln, wo manche sagen, okay, ich stecke jetzt den Kopf in den Sand und ihr aber dann sagen könnt, ey, ich habe so viele kleine Sachen schon geschafft, ich schaffe auch diese große Sache. Und im Leben, das Leben läuft nun mal nicht wie ein scheiß Bilderbuch. Es ist nicht so. Auch wenn es über Social Media so propagiert wird, dass ihr im Prinzip nur noch seht, alles klar, alle anderen, die sind nur noch im Urlaub und die haben alle die dicke Kohle und so. Ihr könntet jetzt anfangen, neidisch zu werden und zu sagen, oh, das ist alles so schön und warum habe ich das nicht und ich muss zur Schule gehen und ich muss noch so viel Geld verdienen und ich verdiene ja am Tag nicht 5000 Euro wie jeder andere auch scheinbar auf Instagram. Nein, darum geht es nicht. Ihr habt dieselben verkackten 24 Stunden und ihr werdet es auch schaffen, irgendwann vielleicht mal mit 35, mit 40 mehr Geld zu verdienen. Und jeder wird auch im Laufe der Zeit merken, dass Geld nicht alles ist und dass für jeden immer andere Dinge viel, viel wichtiger sind. Der eine sagt, okay, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ich ein dickes Auto habe, aber das ist in keinster Weise verwerflich, weil es einfach jeder Mensch individuell ist. Jeder sagt, okay, das ist jetzt das, wo ich richtig Bock drauf habe und so soll es dann auch sein. Und einer sagt mit 35, okay, ich möchte lieber mein Leben lang durch die Welt reisen und dann ist das auch okay. Ich möchte komplett auf materielle Dinge verzichten. Und Leute, das ist wirklich dieses,
Toleranz. Toleranz für andere Denkweisen, nicht mehr auf anderes neidisch sein, weil man nun mal dieselben 24 Stunden hat. Und auch da werden viele sagen, ja, aber es kommt doch oft drauf an, was die Eltern einem mitgeben. Und da möchte ich in keinster Weise das abschreien. Es gibt Menschen, die haben es einfach leichter im Leben, weil die von ihren Eltern schon anders geprägt werden, weil die vielleicht auch andere finanzielle, sag ich mal, Voraussetzungen haben, wenn man in der Schule schon früher gefördert wird. Aber man kann sein ganzes Leben nicht nur die Schuld auf irgendwas schieben, was in der Kindheit war. Natürlich wird man davon geprägt, aber irgendwann muss man vom Denken sich so weit entwickelt haben, dass man für eigene Entscheidungen, für eigenes Verhalten Verantwortung übernimmt. Und das ist sowas, das kann ich euch einfach nur weitergeben. Und das hat mich, ich bin erst 26, aber trotz alledem ist es für mich schon, als ob ich einfach dazugelernt habe, als ob ich mich dahingehend entwickelt habe. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man diesen Schritt, je früher man diesen Schritt macht, desto schneller wird man glücklich werden, desto schneller wird man auch in irgendeiner Weise erfolgreich sein. Und erfolgreich ist nicht immer nur materiell zu sehen. So, kurz eskaliert, jetzt muss ich Glykogenspeicher füllen. Glykogenspeicher müssen gefüllt werden. Jetzt komme ich hier hin, jetzt guck dir die Scheiße an. Kramplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch, jetzt guck dir die Scheiße an. Nee, Leute, jetzt gibt es erstmal ein kleines Shakechen, denn ich will noch die Abstellkammer nebenan schnell aufräumen. Wasser ist schnell, es sieht grauenhaft da drin auf. Ich werde euch gleich einen exklusiven Blick von meiner Abstellkammer gewähren, aber jetzt muss ich mir erstmal irgendwie einen Shake machen, damit Gains gesaved werden, damit die Protein-Biosynthese angekurbelt werden kann und dann sehen wir der Wahrheit ins Auge. Das ist bei mir unnormal. So, das wäre geschafft. Die Klamotten in die zur Altkleidersammlung gebracht. Jetzt will ich noch die Pappe da im Kofferraum wegbringen, einkaufen. Und dann ist mein Tageswerk für heute erreicht. Fast 3 Uhr und Leute, es ist soweit. Ich möchte euch die ersten Grundrisse meines Home Gyms zeigen, bevor es dann endgültig zur Glykogenspeicherfüllung kommen soll. Und jetzt kommt mal mit. So Leute, also ich habe mir das so vorgestellt, man kommt rein ins Fitnessstudio, direkt hier rechts, wo jetzt noch ein paar Schuhe stehen, eigentlich schon die perfekte Vorrüstung für den Freihantelbereich. Ja, Freihanteln zwischen 50 und 60 Kilo hinstellen, also wirklich völlig für jeden was dabei und dann kann man sich hier richtig austoben. Wir gehen mal weiter in den Squat-Bereich, in diesem Bereich hier, wo jetzt noch das Bügeleisen steht und dieses Squat-Rack nahezu schon. In diesem Bereich kann man sich dann richtig auspowern. Also Deadlifts, Kniebeugen, hier ist alles drin. Hier könnt ihr wirklich mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Anfang. Ein Spiegel habe ich mir auch schon gekauft, seht ihr dann hier. Der wird dann auch noch hier aufgehangen, sodass man natürlich auch eine Übungsausführung sich immer wieder im Spiegel angucken kann. Alles klar, mache ich das richtig. Kommen wir jetzt zum Highlight meines Fitnessstudios und ich habe es euch schon so oft gesagt, ich möchte ein Fitnessstudio haben, wo man das Garagentor öffnet und dann draußen ist. Zack, einfach mal das Garagentor geöffnet. Ich zeige euch das mal von draußen. So, super gut, kann man kurz Luft holen, kann man zack, direkt sich auf den nächsten Satz vorbereiten. Ist auch mega easy, von der Vorrichtung her habe ich mir extra anfertigen lassen, hier einfach so, zack. Garagentor offen. Mega gut. Kann ich euch wirklich nur sagen. Und jetzt kommt die Krönung. Ich gehe mal kurz hier zurück. Das alles nur für 19,99 Euro im Monat. Leute, wer ist dabei? Da will ich euch aber in den Kommentaren sehen. Ich sag mal, nur eine begrenzte Anzahl. Hab mir jetzt so im Kopf überlegt. 100 Leute erstmal und dann können wir gucken, ob wir sagen, okay, das reicht für 250 Leute. Das ist erstmal so meine Idee. Wenn ihr noch Vorschläge zu meinem Home Gym habt, könnt ihr sie gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Glykogenspeicherfüllung in 3, 2, 1 und los.
gerade, ich werde mir jetzt dieses krasse Building, in the Building, werde ich mir jetzt reinhauen. Dazu werde ich mir eine Serie angucken und danach werde ich direkt anfangen, dieses Video hier zu schneiden. Mal sehen, vielleicht schaffe ich es ja heute noch. Und ja, später kommt Luisa noch zu mir, dann werden wir was Vernünftiges essen. Das werde ich euch bestimmt aber auch noch auf Snapchat oder auf Insta zeigen. Würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video, Schwarzfreunde. Ciao!